Was mich irgendwie sehr fragend zurücklässt, ist die Rolle der Gutachter. Also, wie arbeiten Gutachter? Frau Ziegert, können Sie uns das schildern? Wie verlässlich können Gutachter tatsächlich die Psyche eines Täters einschätzen? Also mir ist noch eine Anmerkung wichtig, auch zur Frage Auswahl Gutachter und ja. So. Jeder, also die Szene der Gutachter in Deutschland ist begrenzt und übersichtlich, zumindest in den größeren Geschichten. Meinen Sie das qualitativ, das heißt, oder quantitativ? Na, erstmal quantitativ übersichtlich. Mhm. Und dann weiß man auch inzwischen in den Einrichtungen, sei es im Maßregelvollzug, sei es im Gefängnis, man weiß, was von einem Gutachter zu halten ist. Jeder Gutachter hat einen Ruf. Ja. Und nach diesem Ruf wird gewählt, nicht nur im Maßregelvollzug, in den Anstalten, sondern auch in der Justiz. Das heißt also, bei diesen zwei Bereichen, die ganz wesentlich von den Gutachtern, also wichtig sind im Rahmen der Begutachtung zur Schuldfähigkeit und zur Prognose, gibt es eine kleine, also überbegrenzte Zahl von Gutachtern, die in ihren Einschätzungen und in ihrer Persönlichkeit und in ihren Haltungen und Werten bekannt sind. Das heißt also, die Justiz weiß, wenn sie den oder den beauftragt, ein Stück weit, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Und wir Psychiater sind entscheidend. Wir entscheiden, ob jemand in lebenslang, also nehmen wir an, Tötungsdelikt, ob er lebenslang untergebracht wird, also lebenslang ja, bekommt, oder ob er nach § 63 im Maßregelvollzug lebenslang untergebracht wird, ob er eine zeitige Freiheitsstrafe kriegt. Bei der Prognose entscheiden wir, geht er raus, bleibt er drin, bleibt er noch lang oder kurz. Das heißt, diese Macht, die wir da haben, Kraft dieser psychiatrischen Untersuchung, die will sich die Justiz nicht gern aus der Hand nehmen lassen. Und dann gibt es die persönliche Zuordnung. In bestimmten Gerichtsbezirken sind es bestimmte Gutachter, eine Handvoll, die ausgewählt werden. Und je nachdem, welches Ergebnis ich erzielen will, wird zum Teil immer mal wieder der Gutachter danach ausgewählt. Das heißt, der Richter selber sucht sich den Gutachter aus und weiß, die Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft als erstes und dann so. Aber das heißt, die wissen ganz genau, das ist der Gutachter, der in den Fällen zuvor schon mal so und so getickt hat bei den harten Fällen. Und der passt jetzt genau und bringt mir das Urteil. Noch dazu sind zahlreiche Gutachter ausschließlich Gutachter. Das heißt, die leben davon, dass eine Staatsanwaltschaft, zum Beispiel Hamburg, Berlin, Köln, große Staatsanwaltschaft, viele Aufträge schickt. Ja. Und dieser Gutachter wird, nachdem er persönlich zugeordnet wird, darauf achten, dass er nicht in Ungnade fällt bei dieser Staatsanwaltschaft. Sie sind auch Gutachterin, halten sich aber für unabhängiger. Weil ich nicht nur Gutachter bin, sondern noch ganz wesentliche Arbeitsbereiche daneben habe, als Therapeut, als Lehranalytiker und Supervisor. Das heißt also, für mich ist die Begutachtung vielleicht ein Drittel meiner Tätigkeit. Bräche die weg, wäre ich in der Lage, meine kassenärztliche Praxis hochzufahren, mehr Patienten anzunehmen, als ich es bisher kann, weil ich eben noch nebenbei viel begutachte. Und dann bin ich davon unabhängig. Das heißt, ich kann mir den Luxus leisten, durchaus zu sagen, was ich für richtig halte oder was ich für sinnvoll halte. Ich brauche mich nicht anzupassen. Sind Sie da so eine Sonderperson? Ecken Sie damit an? Gegenüber den anderen Gutachtern? Das ist bei den Gutachtern vielleicht nicht, aber vereinzelt bei der. Aber eben haben Sie mächtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ob Sie weiterhin empfohlen werden, das weiß ich nicht. Trotzdem, das sind das sind Dinge, die aber jedem, der in der Szene arbeitet, ist das, was ich sage, ganz genau bekannt. Das ist völlig klar. Das ist die Praxis. Das weiß die Öffentlichkeit nicht. Darüber wird nicht gesprochen. Es interessierte bisher nicht. Was mich auch überrascht, dass diese Abhängigkeit, die Sie beschrieben haben, zwischen Richterstand, das ist die eine Sache, aber auch zwischen Richter, Staatsanwaltschaft und den Gutachtern, da hat jeder seine Spezies, so habe ich das verstanden. Haben Sie diese Abhängigkeit auch entdeckt beim Lesen der ganzen Unterlagen der Gutachten? Also wenn man da so als Nicht-Gutachter, Nicht-Jurist da auf diesen Fall schaut, dann wundert man sich eigentlich ständig, wenn man Akten liest, weil man ständig in Abgründe blickt. Ich konnte mir vorher, um das Thema noch mal kurz anzuschneiden, ich konnte mir nie vorstellen, dass Menschen in der forensischen Psychiatrie weggesperrt werden, über Jahre hinweg, wie das bei Herrn Mollert geschehen ist, die nicht untersucht wurden, wo sich Leute hinsetzen und anhand von Akten allein irgendwelche Gutachten schreiben. Das halte ich für dermaßen unglaublich. Und ich muss Ihnen auch sagen, das ist auch etwas, was zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt bei den unglaublich vielen Reaktionen, die wir auf unsere Berichterstattung in der Süddeutschen und auch das Buch jetzt haben, dass Menschen gibt, die sagen, ist das wirklich so? Das können wir uns nicht vorstellen. Und das nährt auch dieses Unbehagen. Und es gibt ein unglaubliches Unbehagen, das sich jetzt in den Reaktionen auf den Fall Mollert, auf die Berichterstattung äußert. Ein unglaubliches Unbehagen
gegenüber psychiatrischen Gutachtern, gegenüber Gerichten und gegenüber den Mechanismen, die da ablaufen, wo man so das Gefühl hat, da ist auch sehr, sehr viel Schema F drin. Da geht es oft nicht um den Einzelfall, da wird ein Gutachter und dann wird auch nicht hinterfragt, wie wird dieses Gutachten erstellt, hat er nur Akten gelesen, hat er sich stundenlang mit dem Menschen unterhalten. Und da ist ein sehr, sehr großes Unbehagen dabei für die Menschen. Diese Erfahrung, die Sie jetzt gemacht haben durch die Recherche und diesem vielen Lesen der Gutachten, sind Sie auch zu der Meinung gekommen, dass dieses kein Einzelfall sein kann? Also ich hüte mich immer so mit absoluten Urteilen, aber ich habe doch sehr das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl und es ist auch so, wir haben inzwischen an die 100 Fälle auf dem Tisch, wo uns Menschen schreiben, ich bin ja ein zweiter Fall Mollat. Und da sind auch Fälle dabei, wo ich so das Gefühl habe, da gibt es Strukturen, die ähnlich gelaufen sind. Da sind Dinge oft ähnlich gelaufen. Und das lässt schon ein großes Unbehagen zu. Ja, ja. Frau Ziegert, Sie haben eben genickt. Naja, ich kann das bestätigen. Also ich habe zahlreiche vergleichbare Fälle. Und ich habe in letzter Zeit viel mit einem Herrn zu tun, der auch im Maßregelvollzug seit 19 Jahren inzwischen untergebracht ist, weil er gelegentlich wenige Mal in seinem Leben sein Glied hergezeigt hat. Das ist die Frage der Verhältnismäßigkeit natürlich relevant. Der ist trotz eines Gutachtens von mir, wo ich dringend empfohlen habe, dass man den Versuch einer Entlassung wagt, das ist... Ja. Ich möchte auch noch einen Gedanken anfügen. Diese Frage, wie viele solche Fälle gibt es? Wir haben es ja hier aus journalistischer Sicht mit einem totalen intransparenten Raum zu tun. Sie müssen mal versuchen, als Journalist in eine forensische Psychiatrie zu kommen. Wir haben Herrn Mollat ja einige Male besucht. Da landen Sie in einem Besprechungsraum. Ich habe einmal im Rausgehen, weil er sich nicht sicher war, einen Pfleger, der uns an die Tür geleitet hat, gefragt, was hat er denn jetzt für eine Zimmernummer? Da war er sich jetzt nicht mehr ganz sicher. Mhm. Nicht mal das können Sie erfahren. Wir haben es hier mit einem Raum zu tun, der sich zum Beispiel der Betrachtung durch Journalisten fast nahezu entzieht. Das sind Gefängnisse viel transparenter als forensische Psychiatrien. Das heißt, Sie haben hier auch keine Öffentlichkeit. Mhm. Und Sie sind darauf angewiesen, auf Schilderungen. Mhm. Das heißt, und da kommt jetzt jemand raus, wie Herr Mollat oder auch andere, andere, die jetzt nicht die Publicity haben, die Herr Mollat hat. Und dann heißt es, na ja, kann man dem glauben, der war ja in der Klapse, taugt er als Quelle. Da spielt sich unheimlich viel im Verborgenen. Deshalb lass uns die Gelegenheit nutzen.